Ich bin jetzt seit knapp 1,5 Jahren Gastgeber des Backend Talks. Und was ich noch nie gemacht habe, ist mal kurz den Gästen, die monatlich da sind, mal kurz zu erzählen, wo ihr eigentlich seid, auf was ihr eigentlich sitzt, wie die Entstehung von mir als Person bzw. von der Location ist. Und wir haben halt ein bisschen geredet, denn der Michael und ich. Und ich habe dann gedacht, es wäre vielleicht ganz schön, wenn ich auch mal so eine Präsentation vorbereite, um euch zu zeigen, wo ihr seid, woher ich komme, warum das so aussieht, wie es hier aussieht, warum diese Wand so aussieht und nicht tapeziert ist. Und das ist so ein bisschen der Inhalt, den ich euch so ein bisschen präsentieren will heute Abend. Es gibt verschiedene Bereiche, das werdet ihr aber dann sehen, wo ich in eine andere Richtung hätte biegen können. Aber ich konzentriere mich heute Abend so ein bisschen, um das Allgemeine rund um das Zimmer zu erzählen. Und dann im nächsten Step gehe ich so ein bisschen in dieses Design-Thema, weil diese Sessel, auf denen ihr sitzt, die haben alle viel Geschichte und einen kleinen, ganz, ganz kleinen Teil davon möchte ich euch heute Abend mitgeben. Den Namen, glaube ich, den habt ihr jetzt mittlerweile schon gesehen. Gegründet hat der Michael ja schon erzählt, habe ich am 4.4.2016. Ich finde das Datum auch relativ schön. Ursprünglich komme ich aus der Medienwelt, deshalb kenne ich den Michael auch schon länger über die Snipcard. Ich habe selbst als klassischer Einzelunternehmer angefangen, 2008 mich selbstständig zu machen. Habe dann bei den verschiedensten Unternehmen mich mehr oder weniger eingemietet. Unter anderem saß ich auch mal in dem zweiten Büro. Ich glaube, Michael, das gibt es, glaube ich, gar nicht mehr, das Büro. Bei Michael selbst. Und deshalb habe ich auch die Snipcard bzw. Auch dieses ganze Drumherum kennengelernt. Und habe aber immer das innerliche Gefühl gehabt, ich fühle mich in dem, wo ich da gerade sitze, wie ich da gerade sitze, ein bisschen unwohl. Und hatte immer diese Vision, wie andere Leute gerne ein kleines Café oder ein Hotel eröffnen möchten. Ich würde gerne mal so ein Allgemeinbüro gründen, wo ich so ein bisschen das Netzwerk, was ich mittlerweile in Wien habe, so ein bisschen bündel, wo wir gemeinsam arbeiten. Und in dieser ganzen Entstehungsgeschichte, glaube ich, gab es auch nur das Wort Coworking Space. Das kam dann irgendwann mal auf. Und habe dann gesehen, dass es halt mit der Schraubenfabrik zum Beispiel die ersten Standorte in Wien gab, die sich halt darauf spezialisiert haben, wo du als Unternehmer dich einmieten konntest. Und so ist das mehr oder weniger alles gewachsen. Die ganze Idee, dass ich eine Räumlichkeit suche, die eine gewisse Atmosphäre schafft, um das halt alles ein bisschen gemütlicher zu machen. Deshalb ist auch der Arbeitstitel Zimmer entstanden. Bei diesem Arbeitstitel bin ich geblieben, habe das nur ergänzt mit Working in the Concept. Und ja, und dann habe ich eine Reise gemacht, 2015 durch Skandinavien, habe mich ein bisschen berieseln lassen von dieser ganzen Designwelt und von den tollen Ländern Dänemark und Schweden, um einfach für mich nochmal wirklich zu entscheiden, machst du das jetzt oder machst du das nicht, weil ich ganz genau wusste, wenn ich es mache, wird es mein Leben komplett verändern. Vorher habe ich in der was ich ja immer noch mache, in der Medienwelt gearbeitet, sag mal, wo das Arbeiten eventuell dann auch im Café Drechsler geht oder am Naschmarkt. Aber wenn du so einen Standort hast wie hier, wo du dann 20 Arbeitsplätze untervermietest, dann wird das für mich natürlich auch als Person eine Veränderung geben. Was ich euch mal zeige, weil ihr kennt den Raum ja eigentlich nicht so, wie er ist, mit diesen großen, tollen Leuchten und wie gesagt, mit der untapezierten Wand. So habe ich angefangen. Das heißt, ich habe hier eine Räumlichkeit angemietet mit oben 460 Quadratmeter und unten nochmal 100 Quadratmeter Keller. Und ich bin hier reingekommen, es war alles super schick, super toll. Ich habe gedacht, ich gehe hier rein, muss das alles nur weiseln und alles ist super. Der erste nüchterne Termin war dann der Termin mit dem Elektriker, das war die Strabag, die mir dann gesagt hat, Markus, so können wir dir leider das Lokal hier nicht abnehmen, sprich, du kriegst von uns keinen E-Befund, und habe das dann mit denen halt durchbesprochen. Und die Diagnose von der Strabag war, du, wir müssen alles rausreißen und komplett neu verlegen. Und parallel, wie ihr wahrscheinlich seht, hat mein Vormieter hier alles mit Metall verbaut, selbst hier diese ganzen Vordertschalen waren alles mit Metall, dahinter sind die Heizungsrohre. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn so ein Metallteil erstmal auf dem Boden liegt, dann liegt es unten, und davon hatte ich circa 10. Ja? Und dann lag das Teil unten auf dem Boden und dann ging es halt darum, wie kriegen wir das Teil überhaupt hier raus. Und dann hatte ich Gott sei Dank wirklich tolle, tolle Unternehmen, die mich dabei unterstützt haben. Und das, was ihr hier seht, ist halt
ein Teil davon. Gesamt habe ich dann 12 Tonnen alleine von dieser Medaille rausgerobbt. Diese komplette Wand war verglast, alles auf Maß. Also ich habe hier sicher einen Wert von, würde ich mal behaupten, von sicher 250.000, 300.000 Euro zerstört, was hier investiert worden ist über 2 Jahre, was ich bei den Nachbarn mitbekommen habe, dass die hier wirklich 2 Jahre renoviert haben. Nur es hat halt einfach für den Zweck, für den ich es halt verwende, mittlerweile halt keine Verwendung gehabt. Und ich habe das dann mehr oder weniger alles auch aufgrund der Möbel, aufgrund des Designs, was ich von Anfang an vorhatte, alles in diesem Industrial-Style geändert. Als Basis war es als Coworking-Space geplant. Das heißt, ich habe hier einen Raum, den vermiete ich unter an Unternehmen, die sich hier einmieten, in Kombination mit meinem Netzwerk, was ich frühzeitig darauf angesprochen habe, dass ich das gerne machen will. Hatte auch relativ schnell die ersten Mieter, die sich halt natürlich die schönsten Plätze hier angeschaut haben, beziehungsweise sich auch eingemietet haben. Ihr kennt wahrscheinlich nur den vorderen Bereich. Insgesamt habe ich von diesen Inseln 5 Stück. Da sitzt jetzt mittlerweile ein Architekturbüro. Die sitzen komplett zu viert da. Und so hat sich das mehr oder weniger so ein bisschen entwickelt, dass halt gesamt 20 Arbeitsplätze hier in dem hinteren Bereich, in diesem ganzen Workspace, sich halt, die ich halt geschaffen habe. Dann hier vorne war ursprünglich mal ein klassisches Open Space. Man redet ja immer dieser Space-Sprache, ein Open Space geplant, wo sich punktuell, deshalb stehen noch überall diese runden Tische hier. Die waren eigentlich ursprünglich dafür geplant, dass ich halt stundenweise hier Leute zum Arbeiten einlade, die halt mit der Kaffeemaschine in Kombination sich einfach hier wohlfühlen und punktuell hier zum Arbeiten kommen. Dazu erzähle ich euch mehr, wie sich das mehr oder weniger alles entwickelt hat. Das war das Ursprungsbild, wie es mal ganz am Anfang aussah. Es war hier vorne unter den großen Leuchten mal, bin ich auch ganz stolz drauf, dass ich ihn gekauft habe, ein Unikat von Vitra. Dem einen oder anderen ist diese Marke bekannt. Wer das genau ist, erzähle ich euch gleich später in dem Film. Die Möglichkeit habe ich bekommen, diesen Tisch zu kaufen, weil er als Unikat doch was darstellt und stand halt genau da. Habe halt nur gemerkt, dass durch diese vielen Veranstaltungen, die ich hier habe, halt diesen Tisch auch immer dementsprechend transportieren musste von A nach B und er irgendwann mal keine Verwendung hatte. Und deshalb ist er momentan abgebaut und steht in dem hinteren Bereich. Genau. Und das, was halt noch dazu kam, was natürlich jedes Coworking Space braucht, ist halt ein gleicher Meetingraum. Den hat, glaube ich, von euch noch keiner gesehen, außer der eventuell mal durch diese Räumlichkeit gegangen ist. Das war auch alles mal geplant mit diesem roten Tisch, mit diesen goldenen Leuchten. Wir haben es Pornozimmer genannt, als wir das geplant haben, weil die Kombination von diesem Tisch gibt es oder hat diese Firma so auch noch nie ausgeliefert und ich war der Erste, der sich getraut hat mit einem roten Gestell, mit einer roten Platte in Kombination mit diesen goldenen Leuchten, deshalb hat das mit dem Namen ganz gut gepasst. Ja. Wie sieht das Zimmer mittlerweile aus? Stand 2019. Ich habe aus diesem ganzen Coworking Space, Kooperationen, Besuchen mir selbst ein Resümee gezogen, habe gemeint, ich bin mit das, was ich hier präsentiere und das, was ich eigentlich sein will, eigentlich kein klassisches Coworking Space. Coworking Space selbst wird anders gelebt, es finden da ganz andere Sachen statt und ich habe einfach gemerkt, das wollen meine Mieter nicht, das will ich nicht. Es wird einfach zum anderen Standort. Ich fokussiere mich immer mehr auf dieses ganze Design-Thema und gehe mit auch mit den ganzen Kommunikationen einfach nur noch mit, das heißt einfach nur noch, aber mit Design und Workspace raus. Teile das auch in diese zwei Bereiche, das zeige ich euch gleich noch, einmal Design und einmal Workspace. Es sind immer noch 20 Arbeitsplätze. Ich habe aus diesem Open Space ein deutsches Wort gemacht als Vorderzimmer, was mittlerweile sehr, sehr oft für Vorträge, Seminare genutzt wird. Ich hatte schon eine Möbelausstellung, ich hatte hier schon eine Architekturausstellung. Wahrscheinlich kennt ihr die Firma MAM, die diese Schnulle herstellt. Die haben jetzt in Burgenland
haben die sich eine neue oder lassen sich eine neue Zentrale bauen. Da gab es eine Architekturausschreibung. Diese Architekturausschreibung wurde nochmal den ganzen Architekten präsentiert. Also selbst solche Sachen finden hier statt. Ich habe mittlerweile zwei Meetingräume. Eben habt ihr nur einen gesehen, der hintere mit einer Glastür. Und es gibt noch unten den Keller, der wird gerade ausgebaut, unter anderem für eine Vortragsreihe, die jetzt im Februar starten wird. Und was sich aufgrund meines Netzwerkes zum Beispiel entwickelt hat, die mittlerweile auch sehr, sehr viele Vorträge, Workshops hier machen, ist zum Beispiel, dass der Marketing Club Österreich hier sitzt. Ist natürlich für mich ein Multiplikator, weil dementsprechend auch eine gewisse Zielgruppe hier reinkommt, die den Standort so ein bisschen so auch als Marketing-Medienhaus-Standort nach außen repräsentiert. Hier sitzt zum Beispiel die Tina Kasperer, ich weiß nicht, wer sie kennt. Sie organisiert seit, ich weiß auch nicht wie vielen Jahren, schon den Media Award. Ist natürlich, was den Standort, Zimmer und in Verbindung mit Medien betrifft, natürlich für mich eine sehr, sehr tolle Kombination, die daraus entstanden ist. Was ich halt in diesen 2,5 Jahren oder fast 3 Jahren gemerkt habe, neben dem, dass ich kein Coworking Space bin oder kein Coworking Space sein möchte, dass ich mich in eine komplett andere Richtung entwickle. Ich habe mir jetzt noch mal ein halbes Jahr so ein bisschen überlegt, was willst du eigentlich mit diesem Standort ausdrücken, was willst du eigentlich sein, in welche Richtung willst du gehen. Und das Ergebnis ist, dass ich 4 Bereiche hier darstelle und dementsprechend das auch unterteile, weil ja doch so mittlerweile relativ viele Veranstaltungen, Workshops, Ausstellungen, das Design-Thema ist ein ganz, ganz starkes Thema. Kunstausstellungen hatte ich vor kurzem mit der Fachgruppe der Fotografien. Das heißt, da gab es einen Fotowettbewerb. Es gibt jetzt zukünftig eine Kooperation mit einem ganz neuen österreichischen Fotomagazin mit Auslöser, wo wir zum Beispiel darüber legen, hier regelmäßige Fotoausstellungen zu machen. Also das Zimmer ist von dem Standort kein klassisches Coworking Space mehr, sondern ein multifunktionaler Designraum, den halt immer mehr Unternehmen nutzen, um den halt dementsprechend auch für sich als Unternehmen zu bespielen. Genau. Das nächste, was ich machen werde, deshalb sind die Layouts schon auch alle fertig, ich werde das auch jetzt langsam mal nach außen kommunizieren, weil doch relativ viele hier vorbeilaufen und sich immer noch fragen, was ist das eigentlich? Liegt unter anderem daran, dass die Scheiben ein bisschen abgedunkelt sind und wenn hier kein Licht brennt, ist der Standort relativ dunkel. Das wird dabei zukünftig jetzt auch alles anders sein, indem ich halt einfach mit der Straße, sprich auch mit der Stadt kommuniziere. Es fährt alle 3 Minuten der 13a direkt hier vorbei und ich glaube mit diesen Sprüchen, die ich mir teilweise, mit den Claims, die ich mir teilweise überlegt habe oder mit einer Agentur gemeinsam überlegt habe, sprechen wir dann plötzlich auch oder vermehrt die Leute draußen an. Wie gesagt, ich habe es eingeteilt in 4 verschiedene Bereiche. Es gibt einmal Zimmer Work. Das ist halt, bleibt halt immer noch die klassische Vermietung von den Arbeitsplätzen. Das ist zum Beispiel diese Einheit. Ich weiß nicht, ob das jeder schon mal gesehen hat da. Dann gibt es den Bereich Zimmer Talk. Da fällt zum Beispiel der Backend-Talk rein, es war zum Beispiel Creative Mornings, waren schon hier. Also es gibt verschiedene Veranstaltungsreihen, die immer mehr auf mich zukommen, weil sie halt mitbekommen, es waren schon Talks da. Und ich glaube, von der Größe her bietet sich halt an, für 40 bis 60 Leute hier Talks zu machen, in Kombination auch mit der Theke. Deshalb ist das natürlich auch ein Bestandteil des Zimmers. Das nächste ist das Zimmer Design. Da gehe ich noch ein bisschen spezieller drauf ein. Hat natürlich auch mit den Produkten wie Clock 2 oder Midgard hier natürlich einen ganz speziellen Standort, weil zum Beispiel diese Uhren verkaufe ich jetzt mittlerweile offiziell. Das hat sich auch, und die Leuchten auch, das hat sich halt in diesen 2,5 Jahren entwickelt. Sprich, ich bin jetzt mittlerweile auch ein Standort, um halt auch Designprodukte hier zu verkaufen oder zu kaufen. Und das vierte ist Zimmer Art. Das ist auch so ein bisschen mein Anliegen, hier so ein bisschen mehr auch diese ganze Kunst mit reinzubringen, auch in Kombination natürlich mit dem Fotomagazin, hier mehr Ausstellungen zu machen, was natürlich auch den Raum, sagen wir mal, schmückt. Also es macht schon einen großen Unterschied, wenn ich hier arbeite und es hängen halt tolle Bilder. Momentan sieht es halt leider nicht, aber ich glaube, der ein oder andere kennt den Raum auch bespielt mit
großen, tollen Bildern. Es gab eine tolle Kooperation mit einer Galerie unten auf der Lerchenfelder Straße. Die gibt es leider nicht und das ist auch mit der Grund, warum es aktuell keine Bilder gibt. Aber wie schon gesagt, ich bin dabei, das zu ändern und das Thema Zimmer oder den Bereich Zimmerart dementsprechend ein bisschen mehr zu pushen. Genau, das war die letzte Ausstellung. Es war ein Fotowettbewerb, die Fachgruppe Fotografie gemacht hat, wo du dich als Fotograf bewerben konntest und dann hast du die Möglichkeit gehabt, hier einen Monat lang zu hängen. Da hingen insgesamt, glaube ich, 11 Bilder aus. Genau. Kurz, jetzt switche ich ein bisschen mehr in dieses ganze Design-Thema. Das hatte ich ja schon angesprochen, dass das der zweite Teil ist, den ich heute Abend mit euch so ein bisschen besprechen möchte oder beziehungsweise vorstellen möchte, auf was ihr eigentlich sitzt, was da teilweise für eine Geschichte dahinter steckt, warum ich mich dafür entschieden habe, das auch hier mit reinzunehmen. Es klingt schon ein bisschen mit dem Claim, mit Zimmer Working in Concept. Ich habe mir damals schon überlegt, dass ich natürlich in der Planungsphase, was die Auswahl der Möbel betrifft, dass ich sehr, sehr designlastig bin und dass ich natürlich auch dieses Thema Konzept und wie so ein Concept-Store aussieht, natürlich irgendwie so im Hinterstübchen schon hatte. Das wäre schön, wenn sich das dahin entwickelt. Ob sich das entwickelt wird, das wusste ich damals noch nicht, aber ich habe es natürlich auch ein bisschen vorangetrieben. Und spätestens mit der Kooperation bzw. mit dem offiziellen Store für Clock 2 und für diese Midgard-Leuchten. Mehr oder weniger bin ich jetzt ein Concept Store. Das wird in den nächsten ein, zwei Monaten sicher noch Veränderungen geben. Es werden die Leuchten viel, viel präsenter mit reinkommen. Es werden sicher noch mehr Uhren hier reinkommen, damit ich mir als Kunde ein tolleres Bild machen kann über die einzelnen Produkte. Midgard selbst, da erzähle ich euch ein bisschen was drüber gleich, ist eine Leuchtenfirma, die heuer 100 Jahre alt wird, wo es sehr, sehr viel deutsche Geschichte zu gibt. Und die von einem Freund von mir vor circa 3 Jahren gekauft worden ist, wie immer überlegt haben, wie können wir das Thema Leuchten und Design mehr auch nach Österreich bringen, speziell zu mir ins Zimmer. Und ich war jetzt am Montag noch auf der Möbelmesse in Köln und dann haben wir das so ein bisschen besprochen, wie das aussehen könnte für den Standort Österreich. Und da wird es in nächster Zeit auch einiges geben, was halt, sagen wir mal, diesen Standort Zimmer in Kombination mit einem Concept Store betrifft. Also sprich, wenn ihr in einem Vierteljahr wiederkommt, sieht das der Vorderbereich, sprich das Vorderzimmer, etwas anders aus, als es jetzt noch aussieht. Um halt ein bisschen noch mehr Design und noch mehr auf dieses ganze Produktthema zu switchen. Genau. Jetzt habe ich mir kurz überlegt, euch mal das zu zeigen, mit dem wahrscheinlich der Großteil überhaupt nichts anfangen kann. Aber ihr sitzt in der Regel sitzt ihr alle an Möbeln, die rund um die 30er bzw. 50er Jahre entworfen sind von ganz tollen Designern. Zum Beispiel dieser Stuhl, ja, den kennt wahrscheinlich jeder Zweite, glaubt, dass er halt von IKEA ist, weil er den zu Hause hat, in günstig. Ist aber nicht so. Das ist ein Stuhl, wie er da unten steht, wo das Entwurfsjahr aus 1933 stammt. Natürlich ist dieser Stuhl mittlerweile, hat ein leicht anderes Holz, hat vielleicht eine andere Lackierung, die es damals 1933 nicht gab. Aber grundsätzlich ist das ein Design, was aus, ja doch, 1933 stattfindet. Das nächste ist zum Beispiel dieser graue Sessel. Wer auf diesem grauen Sessel steht, das ist ein Holländer, Friso Kramer. Mit einer Entstehung, genau, dieser Plastik, genau. Also wo jeder denkt, so, na gut, das könnte jetzt auch was von Möhnbergs Leiner sein. Das ist nicht der Fall. Ja. Das ist alles Design aus den 50er Jahren. Ich habe euch mal gezeigt, was so im Allgemeinen hier so steht.
ins Detail will ich gar nicht rein, weil das ist halt, da ist halt sehr, sehr viel Geschichte und das ist, glaube ich, sprengt den Rahmen heute Abend. Was mir aber wichtig ist, weil meine zweite Frage, wenn es um das Thema Design geht, und ich bin halt, was diese Marke Vita betrifft, doch sehr, sehr partnerschaftlich verwandelt hier in Österreich, wollte ich einfach mal zeigen, was ist eigentlich Vitra oder wer ist eigentlich Vitra, weil das ist zum Großteil das, wo ihr sitzt, das ist der Großteil da, wo dran gearbeitet wird, vom Arbeitstisch bis hin zu dem Sessel, und habe da einen Film vorbereitet, damit ihr mal ein bisschen... Ein Stuhl von Vitra. Das ist ein Sessel von Vitra, das ist ein Haus von Vitra und das ist ein Büro voller Vitra. Vitra kommt von Vitrine. Ich mache nochmal zurück, damit ihr das voll sieht. Büro voller Vitra. Vitra kommt von Vitrine. Das ist ein Film über Vitra. Vitra baut Möbel und Häuser und Läden und eine Rutsche. Und das an einem Ort, an dem es wenig Hilfe bleiben kann, man halten könnte, Möbel zu bauen. Den Wald am Rhein. Eigentlich ist Vitra eine Familie aus der Schweiz, die Vierer. Die Gründer Erika und Willi, ihre Söhne Rolf und Raymonds Tochter Nora. Dann sind auch die Eames, die Nelsons, die Pantons, die Garys und die ganzen anderen Designgründer. Aber von vorn. Willi Vierer war ein neugieriger Mann. Deshalb reist der Ladenbauer Mitte des letzten Jahrhunderts nach New York. Dort sieht er einen Stuhl, der ihn so fasziniert, dass er sich fragt, von wem er ist. He said it changed his life. Er lernt Ray und Charles Eames kennen und beschließt, Möbelhersteller zu werden. He really wanted to bring this chair to Europe for people to have, obviously to sell, but also to be, you know, to get this idea. Gutes Design und Gastfreundschaft haben vieles gemeinsam. Darin Charles und Ray. Also trifft man sich öfter. Sohn Wolf reist bereits als Teenager mit nach L.A. als Übersetzer. Trotz der Sprachbarriere entsteht ein tiefes Verständnis für die Arbeit der Designer. The details are not the details, they make the product, ist jemand gesagt. 1956 entwickeln die Eames einen Sessel, der zu einem Superstar werden soll. Die Idee war simpel. Wie sieht ein zeitgemäßer englischer Clubsessel aus? Modern, aber bequem, wie ein gebrauchter Baseballhandschuh. Und noch heute, mehr als 50 Jahre später, fragt man sich bei Vitra. What would Charles say? What would Charles say? I don't care about Charles, wait, right? Vitra will Möbel bauen, die es bisher noch nicht gab, und trifft auf Designer, die den Stuhl revolutionieren wollen. Gemeinsam experimentieren sie mit Farben und Formen, Materialien und Herstellungsmethoden, die völlig neu sind. Ihre Entwürfe sorgen bei den Schweizer Konstrukteuren oft für heftiges Kopfschütteln. Painful. Engineering was always saying that no, there will be problems and disappointments. Shit. Aber nach 4 Jahren Kopfschütteln, zum Beispiel für die Entwicklung des Panther Chair, werden daraus Objekte, die bis heute unerreichte Klassiker sind und im Museum of Modern Art in New York stehen. It's these kind of constraints and these pressures which I think bring out best in all of us. Für viel Neues, was Vitra schon immer macht. Vitra wollte Läden, groß und klein. Qualität und Design müssen stimmen. Die Herrschaften sind anspruchsvoll. Und Vitra wird immer größer, woran besonders Rolf und Raymond schuld sind. Sie sind besessene Sammler. Vitra wird die größte Spielsammlung der Welt. Rolf sammelt sie wie andere Menschen Briefmarken. Wohin die ganzen Hockern, Stühlen und Bänken. 1989 soll der Architekt Frank Gehry ein Heim für die Wachsensammlung bauen. Das Projekt war ihm zu klein. Also gab es eine Produktionshalle dazu, ein Bürogebäude, das Vitra Design Museum und sogar einen Stuhl. Oh! Sarah Hardy, Alvaro Sisa, Tadao Ando, Herzog de Bron und Sana folgten. Pour pouvoir faire ce projet culturel, il faut une armée. Mais une armée dans le bon sens du terme. So entsteht über 3 Jahrzehnte der Vitra Campus. There is so much inspiration there for a designer, for us, for all of us. Der Vitra Campus macht aus dem Möbelhersteller endlich ein Projekt. Ein Spielplatz für Designer und Architekten. I feel at home at Vitra. Endlich ist was los, in Weil und Wein. Die Welt und die Menschen verändern sich. Und Vitra braucht immer neue Stühle und Tische. Zum Wohnen und zum Arbeiten. I do my best. Entworfen von immer neuen Designern. Und viele Leute sitzen auf Vitra. Keith Haring, Grace Jones, Billy Wilder, Kate Moss. Wer sich für Vitra entscheidet, soll ein Leben lang Freude daran haben. Warum kann Vitra das versprechen?
Ife hat die besten Dank zur Erde, die Hände von Markus Vogelsang und von Daniel Baumann und von Nico Bücke und von Ina Bechtel. This is making a big difference from VTR to the users. Und weil in einem akribischen Prozess mit dem Designern langlebige Produkte entstehen, unfallige Produkte aufs Herbste geprüft werden. The German architects are probably more. Don't forget Lantai. Yeah, but don't go design. Don't forget Lantai. Wenn das alles gegeben ist, dann entsteht ein Original, das seine Reise beginnen kann. Es wird immer weitergegeben, wird mit dem Alter immer schöner und schreibt seine eigene Geschichte. Es ist ein Original. Das Original kommt von. So, wie gesagt, dadurch, dass hier relativ Vitra steht, war es für mich ein kleines Anliegen, euch das mal zu zeigen, was eigentlich hinter dieser Firma steckt. Der zweite Grund, warum ich es euch gezeigt habe, ist, es passieren dann so Zufälle, dass plötzlich eine Frau hier reinkommt und sagt, sie ist die Lena, sie macht zukünftig eine Ausstellung im MUMOC. Ich habe sie angeschaut, sie hat mich gefragt, ob ich ihr Sessel leihen kann. Und ich glaube, habe sie angeschaut, ja, da könnte jeder Zweite kommen und könnte behaupten, er tut es. Sie hat mir dann die Ausstellung gezeigt und habe dann gesagt, okay, natürlich kannst du Sessel von mir haben, such dir welche aus. Und ihr war halt ganz, ganz wichtig, dass es die Ausstellung, die lief vor 2 Jahren, dass es Vitra-Sessel sind. Teilweise sitzt ihr auf diesem grauen, das ist derselbe Sessel, nur mit dem weißen Leder in Rot. Das waren selbst 2 Sessel von mir, die ihr gleich seht, die in der MUMOC-Ausstellung waren. Der eine ist der, wo du jetzt gerade drauf sitzt. Das heißt, dieses Designthema, diese Marke der Designer Prouvé hat international so ein Standing, dass dann eine Künstlerin reinkommt und sagt, ich hätte gerne Sessel von dir für eine Ausstellung im MUMOC, was mich persönlich auch relativ stolz gemacht hat. Das ist, wie gesagt, das eine Kunstwerk, was ergänzt worden ist mit dem Schwarzen hier vorne. Und das zweite ist, der Graue steht, glaube ich, irgendwo da hinten. Stand mitten im MUMOC in der Ausstellung drin. Hat mich natürlich gefreut, weil es natürlich auch, wie ihr unten seht, überall drauf stand, dass das eine Leihgabe vom Zimmer war. Hat natürlich für mich ein bisschen Social Media mäßig für Content gesorgt. War eine tolle Geschichte. Das zweite, was ich euch designmäßig präsentieren möchte, dadurch, dass ich ganz stolz bin, Midgard in Österreich exklusiv zu vermarkten, es gibt kein anderer, der das tut in Österreich, ist die Firma Midgard. Ist eine ganz, ganz alte deutsche traditionelle Leuchtenfirma, die 1919 gegründet worden ist. Ich war am Sonntag bei einer Ausstellungseröffnung in Köln, im Kölner Mack, wo 100 Jahre bewegtes Licht gefeiert wird. Und der Kurt Fischer, der Gründer der Firma Midgard, ist sozusagen der Erfinder auch vom Bewegtlicht. Die Industrialisierung hatte damals das Problem, dass Licht immer nur punktuell kam. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn es immer mehr Arbeitsplätze, die flexibel waren, entstehen, brauchte man punktuell auch eventuell das ein oder andere Licht, nicht nur da, sondern vielleicht 50 Zentimeter, ein bisschen weiter. Deshalb kam die Idee, dass man, ihr habt es da als Stehleuchte, beziehungsweise ihr seht sie hinten auf der Theke auch als Standleuchte, beziehungsweise hinten als Stehleuchte, kam halt die Idee, eine Leuchte zu gestalten, die halt Gelenke hat. Das kann man sich aus heutiger Zeit gar nicht vorstellen, dass da erstmal jemand das erfinden muss, aber es war wirklich so. Also wie gesagt, sehr, sehr traditionell, hat natürlich auch, das ist die Verbindung zu dem Film vorher, eine Verbindung zu Vitra. Das heißt, es werden die Leuchten natürlich auch dementsprechend an gewissen Vitra-Tischen verbaut und so ist natürlich für mich als Standort eine schöne Kombination aus 2 Unternehmen, die hier stattfinden bzw. die auch hier präsentiert werden und wo ich natürlich mit Architekten und Planern ganz tolle Designprodukte präsentieren kann.
Hier ganz kurz zu der Geschichte. Ich will euch da nicht großartig einlesen lassen, habe ich das nur mal kurz mit rausgeschrieben. Hier gibt es dann nochmal original dann das Zertifikat dazu, also sprich den Vertrag mit 1919. Hat natürlich auch aufgrund des Geburtstages von Bauhaus mit 100 Jahren eine schöne Verbindung, also sprich 2019 wird für diese Marken natürlich ganz, ganz eine tolle Geschichte werden. Ich habe jetzt auch erfahren, dass zum Beispiel diese Firma, die hier diese Steckdosen produziert, die ihr überall seht, dass die mittlerweile auch schon 100 Jahre alt ist. Das heißt, auch in Kooperation mit Bauhausstand, das heißt, der Schalter, den ihr vorne an der Tür seht, sowas wurde damals in den Bauhaushäusern mit verbaut, ist natürlich wieder für den Standort tolle Sachen, die man halt transportieren kann und die man auch mal erzählen sollte. Das sind so die Modelle. Es fing mit dem linken Modell an, mit dem Typ 113. Das war so der Ursprung, auch mit dieser Klemme, dass ich das natürlich an den Tischen dementsprechend montieren kann. Die Federzugleuchte kennt jeder Zweite wahrscheinlich aus dem Kinderzimmer. Hat unter anderem auch den Grund, dass die Firma, die natürlich dann zu DDR-Zeiten verstaatlicht wurde, relativ viel für IKEA produziert hat. Und dementsprechend lief dann auch die Produktion von der DDR dann wieder in die einzelnen IKEA ausgestatteten Kinderzimmer bzw. Schreibtische. Und die Maschinenleuchte, das ist die Leuchte, die ihr vorne seht. Genau. So sieht zum Beispiel ein Büro aus, wie ich es ja teilweise auch ausgestattet habe, dass halt über jeden Arbeitsplatz die K830 zu sehen ist. Ist kein Original Midgard, ist eine Leuchtenfirma, die dieselbe Firma gekauft hat, dieselben Personen, David Einsiedler und Joke Rasch, und haben diese Leuchte mehr oder weniger neu belebt. Das war auch das große Thema, dass man beweglicht mehr oder weniger neu positioniert. Und dieser Schirm zum Beispiel, das seht ihr ja bei diesen drei Leuchten da oben, ist flexibel einstellbar. Das heißt, ich kann mir die Lichtquelle immer so stellen, wie ich sie eigentlich brauche. Und das war zu der damaligen Zeit natürlich auch eine Revolution und halt alles komplett neu, weil es immer nur die Glühbirne gab und die gab es nur da. Und jetzt kam halt jemand auf die Idee, halt das Licht halt zu bewegen. Genau, du hast oben einen Schalter und kannst es dann aus und ein- und ausmachen. Das ist der Schauraum in Köln von der Firma Midgard. Ich habe dir angesprochen am Anfang, dass wenn ihr in 2 Monaten oder in 3 Monaten kommt, das Zimmer nicht mehr so aussehen wird, wie es aktuell aussieht. An diesem Design werde ich mich orientieren. Das heißt, ihr werdet dann mehr Produkte sehen, die halt hier schön in den Raum platziert werden, so dass es jetzt nicht als Laden aussieht, sondern mehr als mit Ausstellungsfläche, mit ein bisschen Geschichte dazu, mit den Möglichkeiten, was ich einfach über die Produkte habe, um das dann schlussendlich auch Architekten und Planern die Möglichkeit zu geben, kommt hier rein, ihr könnt es eure Kunden mitbringen, könnt die Leuchten bemustern und dann dementsprechend die Bestellung dann über den Standortzimmer wieder läuft. Genau. Was ich als zweiten Film oder als abschließenden Film, damit bin ich dann noch durch, euch noch kurz zeigen möchte, weil es auch ein ganz toller Film ist, warum diese Leuchte so toll ist und warum die natürlich dementsprechend ihren Preis hat und mit den Mömax-Leine Kicker Leuchten, die ihr kennt, und nichts zu tun hat, weil da steckt ganz viel Handarbeit dahinter. Und das ist ein Film über die Produktion. Alles made in Germany, wird alles in Deutschland produziert und zusammengebaut.
Ja, ich glaube, wir sind das mittlerweile so gewohnt und es ist vielleicht, glaube ich, relativ wenige, aber für diejenigen, die das damals 1919, 1920 zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg gesehen haben. Okay. war das damals wirklich eine Revolution? Und das macht natürlich für mich als Standort bzw. Für der zukünftig diese Leuchten verkauft natürlich auch richtig Spaß, damit rauszugehen und das zu erzählen, was da an toller Geschichte dahinter steckt und wie die produziert wird und wie sie einsetzbar ist. Und da macht sie halt im Vergleich zu anderen Leuchten macht sie da halt sehr, sehr einzigartig. Und ich habe das jetzt in Köln gesehen, was diese Marke in Deutschland halt für ein Standing hat. Zum Beispiel die Prove, was ich euch eben gezeigt habe mit diesem weißen Stuhl, hat in Frankreich einen ganz, ganz anderen Stellenwert, als ich es hier teilweise in Österreich mitbekomme. Das sind halt einfach sehr, sehr länderbezogene Produkte, die natürlich ein internationales Größe mittlerweile haben. Und meine Aufgabe ist es, deshalb war es mir auch ein Anliegen, heute Abend euch eine ganz klein von dieser Welt zu erzählen, dass es einfach viel, viel mehr Leute wissen, dass es so Produkte gibt, dass es so Marken gibt wie Artec, wie Prove, wie Vitra, wie Frisogramma. Ich glaube, diese Namen habt ihr vorher noch nie gehört und ich finde es schön, wenn das einfach diese Geschichte, wenn diese Tradition von so Produkten einfach mehr mit und transportiert wird. Und dass wenn ich zukünftig, und da bin ich wieder bei der Nachhaltigkeit, wenn ich mich zukünftig mit Möbeln beschäftige und mir was Schönes für zu Hause kaufen möchte, dass dann auch mal nicht der Gang zu diesen klassischen Möbelhäusern geht, sondern eventuell zu anderen, wo ich sage, so einen Sessel, den habe ich ein Leben lang. Ich bin zum Beispiel über jeden Kratzer froh, der auf diesen braunen Holztischen entsteht, weil dieser Tisch einfach dadurch halt eine Patina bekommt und ich weiß, in 20, 30 Jahren stehe ich da und sage so, da ist so viel geschrieben, so viel gekratzt worden, so viel Weingläser drauf gewesen. Ich freue mich drauf und das ist, glaube ich, so das, was hinter diesen ganzen Produkten steckt. Das habt ihr auch in dem Vitra-Film gesehen. Über die Jahre werden die Produkte teilweise einfach schöner und das war mir heute Abend ein Anliegen, das euch noch so ein bisschen zu zeigen. Dankeschön. Um jetzt nochmal auf den Working Space zurückzukommen, ja. Wie viele deiner Kunden haben hier auch ihre Geschäftsadresse? Alle. Alle? Genau. Ja. Also alle, die hier eingemietet sind, haben auch ihren Firmenstandort hier. Ja. Mhm. Genau. Es gibt aber auch Unternehmen, die nur ihren Firmenstandort hier haben. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Gibt es auch? Genau. Okay, genau. Ja. Und wie schätzt du die nahe Zukunft der Working Space-Szene ein? Ja, also es gibt einen Grund, warum ich von dem klassischen Coworking Space auch von der Begrifflichkeit einfach komplett weggegangen bin und mich als Designer und Workspace darstelle, weil ich es als Betreiber auch merke, dass das Angebot in Wien ist Wahnsinn. Ja, es kommen jetzt, glaube ich, ist geplant, dass die Amerikaner kommen. Wie WeWork zum Beispiel, die in ganz anderen Dimensionen denken, ganz andere Räumlichkeiten belegen. Und, das heißt, die planen auch, einen größeren Innen. Genau, es sind 1000 Quadratmeter, ja. Wo selbst große und namhafte Unternehmen sich einmieten. Ja. Und laut Wirtschaftskammerseite sind es, glaube ich, aktuell um die 50 Coworking Spaces in Wien. Und wenn du den Markt so ein bisschen beobachtest, hast du das Gefühl, jeder Zweite, der einen Leerstand hat und das nicht vermietet, der stellt halt irgendwelche Schreibtische und einen Monitor rein und macht da draußen Coworking Space. Mhm. Hier allein bis zur nächsten Gasse gibt es 3 Stück mit mir. Ach so. Das kommt hier vorne ein kleines Coworking Space und auf der anderen Seite, die nennen sich Bürogemeinschaft, aber auf Neudeutsch ist es halt auch ein Coworking Space. Allein hier auf 200 Meter Entfernung sind es 3 Stück. Wenn ich da runter gehe, denke ich mal, sind es auch relativ schnell mal 3, 4. Mhm. Genau. Und das macht, sagen wir mal, als Unternehmer, der halt so einen Standort betreibt, überlegst du dir, wie entwickelt sich, oder muss ich so einen Standort entwickeln, damit du mit glücklich bist, damit die Mieter glücklich sind und schlussendlich du als Unternehmer auch erfolgreich bist. Und ich
vergleichst, sagen wir mal, immer so ein bisschen mit dem 25-Hours-Hotel. Das 25-Hours-Hotel ist als Basis ein Hotel. Aber wir als Wiener nutzen das Hotel ja eigentlich komplett anders. Das heißt, wir sind oben in der Gastro oder wir mieten uns als Unternehmen unten in dem Meetingbereich ein. Sie haben mittlerweile eigene Merchandising-Produkte, sie haben ein eigenes Restaurant und machen schlussendlich was ja auch sehr designlastig ist, aus dem Hotel einfach einen komplett anderen Standort, der halt einfach viel, viel multifunktionaler genutzt wird. Und das ist im Endeffekt, steckt das halt dahinter mit diesen vier Bereichen, die ich euch eben gezeigt habe. Genau. Aber nur rein Vermietung von Arbeitsplätzen gratuliere ich jedem, der damit momentan glücklich ist, weil das Angebot einfach zu groß ist. Genau. Okay, danke. Und das war auch sehr spannend mit den beiden Produktvorstellungen. Und jetzt, wo ich die Midgard-Leuchten gesehen habe, stellt sich die Frage, ob nicht vielleicht in der Signation von Pixar das auch eine Midgard-Leuchte. Nein. Das glaube ich nicht. Ja. Ja, ich weiß, was du meinst. das glaube ich nicht. Ist dann eine. Ja. Was glaubst du, Markus, wie viele Menschen schätzen, also wie viele deiner Kunden, die da hinten sitzen, schätzen das, dass sie auf IMS und Prove sitzen? Wie viele kriegen das überhaupt mit, dass das jetzt ein Bürosessel von Ranch House IMS ist oder von Prove? Außer die Architekten glaube ich keiner. Ja. Weil die da eingemietet sind, die haben die Produkte vorher gar nicht gekannt. Die sehen das Produkt, sagen sie toll aus, was du hier gemacht hast. Aber da kommt keiner rein und sagt, oh super, ich sitze hier auf dem Physics von Mitra. Ja, für eine gewisse Zielgruppe, ich glaube, der Großteil, der hat heute Abend das erste Mal das Mitra-Logo gesehen. Ja. Ich glaube aber, wenn ihr heute Abend in Netflix geht und eine amerikanische Serie seht, seht ihr sicher mindestens ein Mitra-Produkt. Ja. Deshalb, ich hätte eine andere Frage. Stimmt es, dass du auch das Frankfurter Brett, in Wien die Vertretung hast? Ich hätte aber gern eins. Ich habe mir gern, wie gesagt, du hast die Wiener Vertretung. Nee, dafür. Ist aber geil. Ja, es ist schön. Okay. Ein Frankfurter Brett ist Männerküchenutensil, das heißt, es ist ein Holzbrett, wo du halt so Sachen dran klicken kannst, so Schalen. Ja. Es gibt die. Genau. Und das ist so ein bisschen so wie, ich gehe in den Baumarkt und mache mir meine Arbeitsfläche. Das heißt, du siehst in der Kommunikation aus nur Männer. Ja, genau. Und das ist eine Küche. Ja. Ist das auch von der gleichen Architektin, was die Frankfurter Küche ist? Frankfurter Küche ist ja ganz alt, Tradition, da steckt ja viel Architekturgeschichte hinter. Ich glaube, die schwimmen da mit diesem Frankfurter die, mit. Die nennen es einfach aber so. Aber ja, es hat damit nichts zu tun. Ja. Aber sie kommen aus der Nähe. Das gehe ich von aus, ja. Gut, gehen wir vom Kochen weg. Ich habe eine Frage als Eventmanagerin, weil du mir auch angeboten hast. Geht zwar nicht, aber ich. Achso, okay. Weil ich die Location extrem cool finde, stylisch, jetzt mit den ganzen Designmöbels, von dem du uns erzählt hast, was ich ganz ehrlich gesagt, ich muss zugeben, auch nicht mitbekommen habe, auch sehr zentral gelegen ist, wie gesagt, der 13er Tisch ständig vorbei. Ja, genau. Wie schaut es aus, wenn ich hier eine Veranstaltung mache? Welche Räumlichkeiten stehen mir zur Verfügung? Also eigentlich wahrscheinlich nur das hier, oder? Nee, eigentlich drei. Also wir haben hier das Vorderzimmer. Und der Keller auch? Der Keller auch. Genau. Ich bin irgendwie aus Versehen kurz runtergegangen, weil ich die Toilette gesucht habe. Ja, das sind halt die Blondinen. Also momentan wird er halt nicht genutzt, deshalb sieht er so aus, wie er aussieht. Er wird zum Großteil von dem Mieter hier mitgenutzt, wo halt Gratisprodukte stehen, die diese Firma verteilt über Netzwerkpartner. Ja. Aber eigentlich kann ich das da unten auch komplett mieten. Von der Infrastruktur her, jetzt die Lampen werden wahrscheinlich immer da sein, Licht wird da sein, Technik, Anschlüsse für Präsentation an der Zeit wird auch da sein. Genau. Von der Bar hinten. Sind zwei Kühlschränke eingebaut, eine Kaffeemaschine, Vollautomat. Also da kann man schon auch eine coole Bargeschichte draus machen. Was brauche ich noch? Sound. Habt ihr da alles? Also was brauche ich jetzt noch für eine Infrastruktur, wo ich jetzt sage, ich will jetzt vielleicht auch eine
eine Party machen, kommt das auch wieder Partythema. Wie schaut es aus mit den Anrainern? Mhm. Wie ist es mit der Lautstärke? Ich meine, ich weiß nicht, ob das jetzt alle interessiert oder ob wir uns das einfach so unterhalten müssen, aber naja, das wäre spannend. Da sind wir wieder bei dem Veranstaltungsthema und bei den Auflagen, die du hast. Du brauchst also einen Standort, brauchst natürlich deine Genehmigung und die habe ich nicht. Die hast du nicht, okay. Und die wollte ich auch nie haben. Mhm. Weil natürlich, wenn du sowas umbaust, das heißt, bis und 10 du hast, und du möchtest hier veranstalten, brauchst du ganz, ganz andere Auflagen, als wenn du sagst, du brauchst ein Büro. Mhm. Das war uns von Anfang an klar, dass wir das nicht machen können. Das, was hier halt stattfindet, ist halt sowas Internes, Seminare, Vorträge, das ist alles kein Thema. Hat auch natürlich auch mit den Fluchtwegen zu tun. Sobald du hier eine Party machst und 100 Leute drin hast, fühle ich mich auch als sagen wir mal, Besitzer der Lokalität auch unwohl, weil schlussendlich, wenn hier irgendwas passiert, bin ich derjenige, der haftet. Ja. Und deshalb gehe ich so vereinbar, beziehungsweise so Angebote lehne ich grundsätzlich auch ab. Es gibt ja solche Sachen und danach dann einfach ein Get-Together. Genau. Aber genau. Gibt es eine Sperrstunde, 10 Uhr oder? Ja, also wir haben auch schon Feste gefeiert, die halt länger gingen. Ja. Aber grundsätzlich ist es halt 10 Uhr. Ja. Okay. Ja. Nein, aber sehr cool. Fühle mich hier sehr wohl. Gefällt mir gut. Danke. Auch mit diesem ganzen Raum. Ich hoffe, du nimmst dir nie die Zeit, so wie wir es am Anfang besprochen haben, dass du da irgendwas jetzt noch zuspackelst oder schöner machst. Ja. Ich habe zu meinem Architekten gesagt, der die ganze Bauplanung gemacht hat mit den Lieferanten, wir sind hier keine erste Bank. Also hier muss nicht das so akkurat sein, sondern es kann auch Schepp sein. Und ja, und es sind halt lauter Zufälle, die dann dazu geführt haben, dass es halt so aussieht, wie es aussieht. Also mir ist zum Beispiel hier der komplette Putz runtergefallen. Und ich habe die Decke abgeschabt, weil ich eigentlich die Decke so ursprünglich machen wollte, wie sie da hinten noch original ist. Der eine oder andere hat schon geglaubt, cool, das ist Schimmel da hinten in der Wand, aber das ist wirklich so diese Originalbemalung, die wollte ich auch so haben. Und wollte das eigentlich überall so haben und habe den Putz abgeschabt und ist mir im Zuge dessen der Putz hier runtergefallen. 10 Sekunden später stand der Nachbar von oben da, weil er das gehört hat und gemerkt hat und hat gesagt, seid ihr, ja. Und dann musste am nächsten Tag der Statiker kommen, dann haben wir festgestellt, okay, dass sie im Zweiten Weltkrieg, ich will nichts falsch sagen, hier eine tragende Wand weggenommen haben, die oben noch ist, hier aber nicht mehr steht. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, über die Jahrzehnte ist das Gewölbe nicht mehr so gewölbt, sondern ist dann so gewölbt und der Putz, der dann drunter ist, wurde dann lose und buff, hat es dann so jeweils so eine dicke Schicht immer hier runtergehauen. Ja. Genau. Ich habe auch eine Frage zum Eventbereich, weil ich auch Events veranstalte und ich wollte wissen, wenn man diesen Raum hier zum Beispiel mietet, ist dann die Technik inkludiert? Nochmal. Ist die Technik hier... Ich glaube, das Mikrofon macht nicht lauter, du musst lauter reden. Ach so. Das ist, glaube ich, nur für die Technik. Nee, was inkludiert ist, ist das, was hier vorne steht und das hinten an Equipment ist komplett mitgebracht. Okay, bitte. Ja, genau. Also sprich Kamera, Mischpult, das Beamer bringt ist nämlich drinnen und die Leinwand. Die Leinwand hängt dauerhaft. Okay. Und Live-Musik erlaubt? Live-Musik ist erlaubt? Live-Musik ist erlaubt, ja. Okay. Hatte ich auch schon zweimal hier drin. Ja, was? Hat auch schon DJs hier drin, also ist alles machbar, solange man eine gewisse Lautstärke einhält. Genau. Kann ich euch gerne zeigen, ja. Habt ihr noch Fragen? Dankeschön.